Bremen am Karnevalssonntag 14 Uhr. Frisch rausgeputzt reihen sich die Traktoren des etwa 1100 Einwohner zählenden Dorfes feinsäuberlich auf. Das Dorf steht kurz vor dem großen Karnevalsumzug, den es nur alle 5 Jahre gibt. Dieses Jahr ist es etwas Besonderes. Der Bremer Faschingsclub feiert nämlich 60-Jähriges. Und dazu haben sich etwa 30 Themengruppen angefunden, mit oder ohne Wagen, die durch das Dorf marschieren werden. Zeit, den örtlichen Karnevalsgruß schon mal zu testen. Bremer, hello! Bremer, hello! Und dann geht's auch schon los. Natürlich inklusive Prinzenpaar Dionys und Ulrike. Es geht die Hauptstraße bergauf Richtung Holungen. Für die Blechblasbegleitung sorgen die Original-Bremetaler. Die Bremer Eichel ziert den Wagen des Elverrates des BFC. Und wie bei vielen Karnevalstreiben in Thüringen dieses Jahr, beziehungsweise im Eichsfeld, fühlt sich der Papst auch hier am wohlsten in seinem Papamobil. Und Flower Power Hippie-Zeiten sind in Bremen auch noch nicht vergessen. Der innovative, dorfeigene Castor-Transport kommt auch ohne Schienen vorwärts. Auf einer fahrenden Burg gibt es eine Grillstation mit heißen Würstchen. Und natürlich wird Kamelle geworfen. Mit Hebebühne auf dem Wagen geht es im Ballon in die Höhe. Auch das verschuldete Griechenland ist ein gefundenes Thema und bekommt sein Fett ab. Der letzte Wagen ist eigentlich ein Schiff, die Arche, befüllt mit böllernden und rauchenden jungen männlichen Tierchen, die auch gerne mal an die jungen Zuschauerinnen Klopfer verteilen. Viele Dorfbewohner und einige Gäste schauen dem Schauspiel vom Straßenrand zu, einige von ihnen auch verkleidet. Aber auch kleine Privatpartys laufen parallel. Gerne mit Kreppeln oder Alkoholischem. Das ist einfach eine Hausparty sozusagen. Ja, wir wollten am Umzug nicht mitgehen und haben gedacht, stellen wir uns an die Straße und feiern halt ein bisschen. Die Zuschauer sind begeistert vom Umzug. Ja, der Umzug war eigentlich grandios, muss ich wirklich sagen. Also sehr viele Wagen. Und dadurch, dass es ja auch ein Jubiläum war hier in Bremen, das 60-jährige vom Karnevalsverein, war das schon ein tolles Erlebnis. Und wir warten jetzt natürlich auf den zweiten Teil, weil der Umzug kommt ja jetzt auch wieder runter. Und ja, wir stimmen uns ein bisschen ein und sind gut drauf. Dadurch, dass es jetzt auch so kalt war, einige Wochen lang, da könnten viele auch nicht so richtig arbeiten und manche haben auch wahrscheinlich auch zu spät angefangen. Deswegen war es so eine tolle Sache, dass jetzt so viele Wagen da waren. Auch Zugezogene sind durchaus beeindruckt. Sehr eindrucksvoll, sehr viele Wagen gewesen und die diverse Themen und die Leute haben sich echt gut ausstaffiert. Also das muss man sagen, die haben sich sehr viel Mühe gegeben hier im Ort und das, was wir gesehen haben, hat uns erstmal schon mal ganz gut gefallen. Das diesjährige Vereinsjubiläum des BFC ist auf jeden Fall gebührend gefeiert worden. Die beiden Bittenabende am Freitag und am Samstag waren auch ein voller Erfolg. Also war schon rundum bis jetzt ein tolles Karnevalsfest. Nach dem Umzug geht die Party dann in der Turnhalle der Grundschule weiter.